So Leute, da sind wir beim nächsten DeckTech. Und zwar haben wir heute das 1 der neuen upcoming best performing Decks überhaupt, Buck Beanstalks. Buck Beanstalks ist ein Deck, das ein bisschen tempolastiger, controlartiger ist. Es ist ein sehr cooles Deck, ich habe es auf mehreren Turnieren gespielt, es performt gar nicht mal schlecht und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß zu spielen. Es erinnert mich so ein bisschen an das Buck Scam von damals, was ich ja wirklich, wirklich, wirklich geliebt habe. Und ja, dementsprechend gucken wir mal rein, was wir so haben. Und starten möchte ich wie immer mit den Ländern. Wir haben Polluted Deltas. Blau-schwarze Fetchländer. Es müssen tatsächlich auch die blau-schwarzen sein. Genau wie drei Mistys. Da müssen es die blau-grünen sein. Es ist wirklich sehr wichtig, denn wir spielen ein paar lustigere Sachen. Denn wir haben drei Underground Seas. Blau-schwarzes Land, was eben blaues oder schwarzes Mana macht und eben raussuchbar ist mit beiden der Fetchländer. Dazu zwei Tropical Islands, auch die raussuchbar mit beiden, macht blaues oder grünes. Ein Bayou, tappen für grünes oder schwarzes. Eine Insel. Ja, es musste diese Insel sein. Es tut mir leid, es musste diese Insel sein. Und ein Mystic Sanctuary. Mystic Sanctuary ist eine Insel, deshalb müssen diese Fetchländer tatsächlich blau fetchen können. Und sie sagt, wenn wir drei oder mehr andere Inseln haben, können wir einen Instant oder Sorcery aus dem Friedhof oben drauflegen. Das ist super wichtig in diesem Deck, weshalb auch ganz, ganz viele Leute nicht ein Bio spielen, sondern zwei Tropical. Ich habe mich für das eine Bio entschieden, weil es nun mal manchmal der Fall ist, dass ich auch bei uns in der Meta gegen Choke laufe. Und dann möchte ich ganz gerne eine Grün-Schwarz-Quelle mehr haben und möchte möglichst schnell da ein Removal für haben können. Und ja, da hilft das Bio ganz gut. Dazu, unüblich für ein Control-Deck, aber in diesem Deck sehr, sehr gut machbar, vier Wastelands. Vier Wastelands. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Und ja, das ist die Landbase. Relativ teuer, relativ groß, aber das seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Kommen wir zu den Kreaturen. Kreaturen sind sehr, sehr schnell vorbei. Control-Deck hat nicht viele Kreaturen. Wir spielen vier Orcish Bowmaster. Klar, Brainstorm-Ponder-Format, wo ganz viele Leute versuchen, viele Karten zu ziehen. Orcish Bowmaster aktuell. Die Karte schlechthin. Dazu ein Leovold, Emissary of Trest. Auch er sagt, die Gegner dürfen noch eine Karte pro Runde ziehen. Und wenn wir getarget werden, dürfen wir mehr Karten ziehen. Auch hier super, super, super wichtige Karte. Wodurch ich sagen würde, da ist auf jeden Fall der Slot für ihn gerechtfertigt. Es gibt Leute, die spielen Uro in dem Deck. Ich bin kein Fan von Uro. Außerdem finde ich Leovold geil. Und ja. Der kann genauso gut sein. Und dazu haben wir dann noch vier Murktides. Das bedeutet, wir haben nur 9 Kreaturen in diesem Kontrolldeck. Murktides sollte man mittlerweile auch kennen. Ist halt ein ziemlich großer fliegender Beater, der halt Turn 3, Turn 4, so ein 8-8 Beater sein kann. Dementsprechend relativ gut. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir das Deck spielen. Wir spielen das Deck wegen Up the Beanstalks. Up the Beanstalks, eine Uncommon aus dem letzten Worlds of Eldraine oder Wilds of Eldraine. Und diese Karte schlägt Wellen noch und nöcher. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Wenn wir irgendeinen Zauber spielen mit Mana-Kosten von 5 oder höher, also zum Beispiel diesen Murktide Regenten, auch wenn wir Karten aus dem Friedhof exilen, die Mana-Value der Karte verändern sich dadurch nicht. Bedeutet, auch da dürfen wir wieder eine Karte ziehen. Deswegen haben wir eine Menge Karten drin, die irgendwie 5 oder mehr Mana kosten. Unter anderem zum Beispiel Lorien Revealed. Sehr wichtige Karte. Am Anfang kann man sie gut mit Island Cycle abwerfen, damit man sie mit dem Murktide irgendwie auch wieder benutzen kann, also raustun kann für mehr Power. Oder man cycelt sie early und legt sie dann mit dem Mystic Sanctuary, wo auch immer es gerade ist, da wieder oben aufs Deck, um dann später, wenn man die 5 Mana hat, einfach mal 3 Karten zu ziehen. Beziehungsweise mit Up the Beanstalks 4 Karten. Das ist halt das Coole. Das ist das wirklich Coole. Es macht auf jeden Fall da schon mehr. Und Up the Beanstalks hat dann schon 2 Karten gezogen, wenn ihr nur das macht. Dazu spielen wir 2 Murderous Cut. Murderous Cut, ein schwarzes 4 Farblose mit Delve und wir zerstören eine Kreatur. Auch hier ähnlich wie Murktide. Wir versuchen ganz schnell unseren Friedhof voll zu schaffen mit haufenweise Karten. Und dann
zerstören wir eine Kreatur und ziehen eine Karte. Ja, großartig. Wirklich großartig. Dann, wir spielen blau und natürlich spielen wir Force of Will. Force of Will hier auch. 5 Mana, wir kontern Zauber. Und, naja, 5 Mana, wir werfen eine Handkarte ab, was dein Spell immer noch 5 Mana kostet. Ab der Beanstalk ziehen uns die Karte, die wir mit Force of Will abwerfen, wieder. Oder wenn wir es als Hardcast nutzen, dann dürfen wir generell eine Karte drauf ziehen, was die 5 Mana sehr rechtfertigt. Das sind alle Karten, die ich drin habe, die 5 oder mehr Mana kosten. Das reicht aber schon für Up the Beanstalks, um sehr viel Potenzial zu haben, mal 2, 3, 4 Karten in einem Match zu ziehen. Und dieses bisschen mehr ziehen als der Gegner in so einem Deck, da kommen wir jetzt gleich zu dem Rest, ist meistens sehr, sehr, sehr gut. Wir haben mehr als nur die 4 Force of Wills, wir haben auch 4 Days. Auch das ein Counterspell, der sehr gut ist, aber normalerweise nur in Tempo-Decks, genau wie das Wasteland gesehen wird. Das hier wird auch manchmal als Bug-Tempo bezeichnet. Ich persönlich empfinde es nicht als Tempo-Decks, auch nicht als Midrange-Deck. Das ist tatsächlich ein Kontrolldeck, das halt Tempo-Elemente mitnimmt, um die Kontrolle aufzubauen. Das ist das Wichtige daran. So, One-Offs. Ist ein Shieldred's Edict drin. Ja, ist eine Instant, die alles opfern lässt, was wir wollen. Token, Non-Token, Planeswalker, geil. Planeswalker ganz nett gegen Teferi. Token, Non-Token, sehr gut. Also gerade der Token gegen Dark Doof und der Non-Token zum Beispiel gegen gegnerische Bowmaster. Denn wir ziehen eine Menge Karten mit diesem Deck. Dann haben wir auch 2 Witherbloom Command. Ein grünes, ein schwarzes Sorcery, ein Spieler mild 3 Karten. Wir dürfen ein Land zurück auf die Hand nehmen. Guter Modus. Gerade mit Wastelands in diesem Deck wirklich, wirklich gut. Da. Non-Creature, Non-Land, Permanent mit Mana kosten uns 2 oder weniger. Gegnerische Beanstalks, Chalice of the Voids oder ähnliches, hammergut. -3/-1, killt Bowmaster oder Talias oder sonst was. Und Gegner verliert 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. Das ist ganz nett. Fatal Push. Zerstören wir Kreaturen bis zu Mana-Kosten von 4, wenn der revolted ist. Auch hier Removal sehr gut. Und dann die üblichen Verdächtigen. 4 Brainstorms. 4 Ponder. Das ist normal. Das spielt man in fast jedem blauen Deck. Es gibt wenige blaue Decks, wie zum Beispiel Meervolk, was ich euch auch noch zeigen werde. Oder Dread. Na, selbst in Dread spielt es mittlerweile Brainstorm. Ponder aber nicht. Immerhin nicht Ponder. Und dann habe ich noch 3 Slots in diesem Deck frei. Und diese 3 Slots gehen an meinen aktuellen Favorite-Karte schlechthin, Stifle. Stifle ist eine geile Karte, weil Stifle ist immer genau dann gut, wenn der Gegner nicht damit rechnet. Bedeutet, wenn die Gegner zum Beispiel mit einem Fetchland auf der Starthand anfangen, spielen ein Land, fetchen, ihr sagt Stifle. Legt ein Land, legt einen Beanstalks. Habt ihr 2 Länder und einen Beanstalks und der Gegner hat nichts. Das ist so insane. Und wenn er dann versucht, hinten dran zu kommen, fangt ihr halt an, eure Control-Pieces und Removal-Pieces und was nicht alles zu machen, während dann irgendwann so ein Merc-Tide auftaucht und das Ganze dann vernichtet. So mächtig. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ist tatsächlich ein ETB-Effekt von einem gegnerischen Bowmaster, der mein Bowmaster bowmastern wollte, zu stifeln, damit mein Bowmaster nicht gebowmastert wird, was einfach super broken war. Es gibt auch viele andere Effekte, die man machen kann, die man stifeln kann, von Planeswalkern, Effekten und. So viele. Aber es ist halt, wie gesagt, nur gut, wenn der Gegner nicht damit rechnet. Und wenn der Gegner nicht damit rechnet, ist die Karte großartig. Kann ich immer wieder empfehlen, dass Leute das mal austesten, diese Karte zu spielen. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Das ist das Mainboard. Da sind wir jetzt relativ durchgerusht, weil das Mainboard aus sehr, sehr vielen Four-Offs und so einem Kram beinhaltet. Gehen wir mal ins Sideboard. Im Sideboard haben wir gegen mehrere Decks etwas. Das ist bei Bug relativ normal. Man versucht nicht so eine breite Fläche aufzumachen, sondern wirklich die schlechten Matchups ein bisschen besser zu machen. Eins der schlechten Matchups ist Lands. Gegen Lands kann man sowas wie Force of Negation benutzen, weil es die gegnerische Karte exilt. Also die Non-Creature-Karte wird geexilt. Was einfach gut gegen Life from the Loam ist zum Beispiel. Natürlich auch gegen Fast-Combo-Decks, Doomsday und so weiter kann man einen zusätzlichen Konter immer gebrauchen. Außerdem zusätzliche Konter gegen aktuell läuft ja so viel Mono-Rot rum, das ist ja grausam. Goblins, Prison und was nicht alles. 2 Hydroblasts, wir können Spellcounter, wenn er rot ist, oder zerstören rotes Permanentes, Permanentes, wenn es rot ist. Und genau, hier spielen wir wieder Hydroblast, damit wir sie spielen können. Normalerweise bin ich immer ein Fan von dem Split, hierbei mache ich es jetzt mal nicht. Kein Blue Elemental Blast und Hydroblast, sondern nur 2 Hydroblasts, weil ich die immer spielen können muss. Dazu kommt noch ein Brazen Borrower. Mit dem kann man halt was bouncen und dann kann man halt noch ein 3-1er Beater im Sideboard für Zusatzeffekte. Nicht schlecht. Anti-Combo, Anti-Rot, Anti-Marit-Lage und Chalice.
Das ist Anti-8-Cast und alles andere, was so mit Artefakten arbeitet, sehr, sehr gut dagegen. Der 2-Mana-2-2er. Zwei Force of Vigor, auch hier gegen Chalice of the Void oder andere Möglichkeiten mit Verzauberungen, Artefakten umzugehen. Und deswegen, ja, sehr, sehr gute Karte, macht so viel platt, kann ich wirklich empfehlen. Wir haben eine Menge Grün im Sideboard, by the way. Veil of Summer gegen blaue und schwarze Decks. Decks, die uns wirklich, wirklich stören. Decks, die uns kombon mit Tendrils of Agony oder tatsächlich einfach einen Counterkrieg machen. Manchmal sind Days nicht so gut, dann sind Veil of Summer meistens besser. Dazu gegen Blau, zwei Carpet of Flowers für ein grünes Mana, Enchantment. Und man kriegt halt Mana ohne Ende. So gut gegen Delver, wenn die versuchen, einem selber zu wastelanden. Und man kriegt halt die ganze Zeit Mana durch ihre Länder und sie können sich halt selber schlecht wastelanden. Also können sie schon, aber ist meistens nicht so effizient. Deshalb hier sehr, sehr geile Karte gegen blaue Decks. Wie gesagt, gerade die Tempo-Decks gegen unsere Kontrolldecks. Hat man ein bisschen schneller das Tempo, aber naja, geht so. Dann eine meiner All-Star-Favorite, Pernicious Deed. Auch hier gegen Artefakte, gegen Tokens, gegen Chalice, gegen so viele Creature-Decks. Wirklich eine gute Karte, die man einfach so immer mal wieder im Sideboard spielen kann. Ich habe sie ja zwischenzeitlich auch mal im Mainboard gespielt, auch da war die ziemlich gut. Dann zwei Surgical Extractions. Damit kann man Karten aus Friedhöfen exilen und Hand und Deck danach auch exilen. Das heißt, man wird Karten für immer los. Uro, I'm looking at you, weil Uro macht das Deck immer noch ein bisschen platt. Und dementsprechend, ja. Ist halt gut. Und Nihilil Spellbomb. Die letzte Karte. Nihilil Spellbomb, ein Mana Artefakt, was auch Gravejet Hate ist und gleichzeitig aber auch eine Karte ziehen lässt. Gerade wenn wir anfangen, ist Nihilil Spellbomb einfach viel geiler, die hinzuwerfen und sagen, macht, probiert's. Und es passiert nichts. Manchmal will man aber auch tatsächlich einfach Surgical nicht in irgendwelche Matchups reinbohren, die ein bisschen was mit Gravejet zu tun haben. Da will man dann halt zum Beispiel die Spellbomb haben. So ein bisschen Souveränität und einzelne Sachen, die man reinnehmen kann. Nie verkehrt und ja, ich habe die zum Beispiel auch schon reingebracht gegen St. Catherine Decks, um sie irgendwie aufzuhalten, weil St. Catherine ist halt eine fiese Karte und ja, dementsprechend war die sehr, sehr gut in dem Matchup zum Beispiel und ja, das, also St. Catherine plus Uro und ja, das war das Main Deck. Ging ziemlich schnell, wie gesagt, es ist eine Menge Vorhoffen, das Sideboard ist super straight. Gehen wir mal in den Deck Talk und gucken, was man so zu dem Deck zu sagen kann. Das sind die Karten, die die Welt bewegen. Force of Will. Ist auf einmal eine gute Karte mit Up the Beanstalks. Ich sag mal wieder, Force of Will ist die schlechteste Karte, die ein Magic-Spieler spielen kann. Wir müssen sie leider spielen, damit sie irgendwie gut ist. Aber zwei Handkarten abzutauschen gegen eine ist wirklich nicht gut. Und dementsprechend, ja, Es ist keine gute Karte. Man nimmt sie normalerweise ganz, ganz oft raus. In diesem Deck ist selbst gegen andere Control-Decks Force of Will nicht schlecht. Dank Up the Beanstalks kann man Force of Will auf jeden Fall drin lassen im Vergleich zu Days zum Beispiel oder ähnlichen Karten. Und ich würde eher davon abraten, sie rauszunehmen, außer gegen Decks mit Cavern of Souls. Aber ansonsten, in diesem Deck ist sie grandios gut. Und wie gesagt, Force of Will ist keine gute Karte. Lauren Revealed, aktuell dreht sich sehr, sehr viel um diese Karten. Hier die beiden Herr-der-Ringe-Karten, Murktide sowieso. Diese drei Karten sind einfach insane stark. Insane machen die aktuell wirklich, wirklich viel. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ja, wie gesagt, es ist super, super stark, hier mit Karten zu ziehen im Late Game, am Anfang es abzuwerfen für eine Insel und dann zum Beispiel sowas wie ein Murktide zu spielen damit oder sonst was. So, so, so gut. Witherbloom Command ist einer meiner All-Time-Favorites geworden. Ich liebe Witherbloom Command. Mit Wastelands super geil. Es macht Chalice kaputt, es macht Beanstalks kaputt. Ich bin so happy mit dieser Karte und das ist halt so ein Gespann aktuell im Bug, was so mächtig ist, was man auch wirklich schwer auseinanderbrechen kann, ehrlich gesagt. Und ja, dementsprechend wirklich, wirklich, wirklich cooles Deck. Es macht mega Spaß zu spielen. Und wenn ihr mal die Chance habt und die Gelegenheit habt, das auch zu spielen, dann tut das am besten. Denn es ist wirklich, wirklich gut und macht auch, wie gesagt, Spaß. Ich kann's wiederholen. Schlechte Matchups. Lands, wie gesagt, ist schon nicht so geil. Moonrat Prison, auch nicht so geil. Und ja,
Ansonsten macht die halt gegen manche Decks nicht ganz so viel, wenn sie ins Rollen kommen, also gerade sowas wie Four Color Control, wenn die halt in ihrer Control Shell drin sind mit zwei Beanstalks und so weiter und so fort, dann macht die halt nichts dagegen. Spannenderweise ist 8-Cast gar nicht so ein krass gutes Matchup, wie ich das am Anfang dachte, aber es ist machbar. Aber nicht krass gut, weil eigentlich war, dachte ich mal, es wäre voll gut, aber es ist okay, nicht gut. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben geben, dem ganzen Video bewerten. Habt ihr Erfahrung mit Bug? Einmal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Fragen oder sonst was zu dem Deck? Immer unten in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe Patreon. Dort habe ich gerade eine ganze Menge neue Slots freigeschaltet fürs Thalia-Tier. Und ein Thalia-Plus-Tier eingeführt. Das ist schon wieder voll. Ich bin noch gerade am Basteln der neuen Folie. Deswegen wird hier jetzt gerade nichts eingeblendet. Aber wenn ihr unten in der Videobeschreibung guckt, könnt ihr auf den Link gehen. Und an dieser Stelle manchmal namentlich. Was ich normalerweise nicht tue, weil ich normalerweise so eine fancy Grafik einblende. Aber es geht leider noch nicht. Deswegen vielen Dank an Krog, Frank, Datawolf, die im Support-Tier unterwegs sind. Und nochmal vielen Dank auch an die Thalia-Tier. GameStacks ist neu dabei. Dex, Hassan, Heisenberg, Sebastian, Gormalor. Oh, ich weiß, warum ich die Namen nicht vorlese. Ben, Dr. Alzheimer, General Götterspeise, Small Corner Games, MTG mit Patrick, Tanzwurst, Siren und Filfel. Und jetzt einmal ganz kurz noch die Italia Plus. Auch die kann ich ja einmal durchwürdigen. Legend Tier hat noch keiner gemacht. Möchte ich, glaube ich, auch nicht, dass die Leute da sind. Habe ich Angst vor, dass es jemand macht. K-Arrow, Said, Steffen, Fabian und Christoph, vielen Dank an euch, die Thalia Plus Tier Memberships. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Patrons. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, guckt mal bei Patreon rein. Ansonsten Daumen nach oben, abonnieren. Wir haben die 2000 Abonnenten geknackt vor meinem Geburtstag. Das ist so geil. Und also gestern hatte ich Geburtstag, dementsprechend. Also an dem Tag, wo das Video rauskommt, gestern. Nicht jeden Tag gestern, wo, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Egal, ich hör auf zu reden. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Blacksit. Ciao, ciao.